Hallo, ich bin Carsten in Haltern. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Wie gesagt, bin ich heute in der Gegend um Haltern unterwegs. Ich habe mir heute eine Strecke durch die Westrupper Heide ausgesucht. Als Kind bin ich relativ oft hier gewesen, mit meinen Eltern auf einen Sonntagnachmittagsspaziergang oder so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch schon 15 Jahre her, dass ich hier war. Und so wirklich große Erinnerungen habe ich jetzt im Moment nicht. Von daher bin ich mal gespannt, was es heute hier zu sehen gibt. Und ich hoffe, ihr begleitet mich ein Stückchen. Die Westrupper Heide ist das Gebiet zwischen den Stauseen und der Lippe bzw. der Hart, kann man so grob umschreiben. Und es ist wirklich eine ganz tolle Heidelandschaft hier. Man könnte fast meinen, in der Lüneburger Heide zu sein. Ja, die Westrupper Heide haben wir jetzt verlassen, sind jetzt mal wieder am Kanal bei Haltern. Wer schon länger meine Filme verfolgt, weiß, dass ich vor ein paar Wochen schon mal ein Stück dieses Weges gegangen bin. Bin jetzt wieder auf dem Weg nach Flasheim. Und von da geht es dann wieder in den Hart hinein und dann durch die Hart nach Haltern zurück. Ihr könnt gerne dranbleiben.
Ja, jetzt bin ich durch Flasheim durch. Wieder mal in der Hart unterwegs. Geht es jetzt erstmal rauf auf den Dachsberg und dann wieder zurück Richtung Haltern. So, der Feuerwachtturm markiert jetzt ungefähr die Hälfte der heutigen Strecke. Ich habe gerade ein bisschen Pause gemacht und ja, schauen wir mal, was heute noch so kommt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dabei sein. Ja, ich will mal hoffen, das Wetter hält sich, weil irgendwie hat es sich ganz schön zugezogen und ein paar Tropfen sind auch schon runtergekommen, weil ausgerechnet heute habe ich keine Jacke mit. Aber schauen wir mal. Naja, so viel zu, hoffentlich hält sich das Wetter. Ich habe inzwischen mein Poncho übergeworfen. Naja, was soll's. Ja, jeden Moment bin ich in Haltern wieder zurück, sind nur noch ein paar Meter. Jetzt hört es natürlich auch jeden Moment auf zu regnen. Oder zumindest hat man das Gefühl, es hört auf zu regnen. Ich kann Haltern schon sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.